Einen schönen guten Tag. In diesem Video werden wir einer Frage nachgehen, die uns sporadisch in der Praxis erreicht, die wie folgt ist. Wie können Sie aus einer bereits erstellten Rechnung, es geht hier nur um Rechnungen wohlgemerkt, okay, einen Artikel herausnehmen oder zurücknehmen? So, das generell die Frage zu beantworten, das Verändern einer bereits erstellten Rechnung in Ihren Elementaren Informationen ist nicht möglich. Im Klartext, Sie können nicht einfach einen Artikel sagen, den Artikel schmeiße ich jetzt aus der Rechnung raus, obwohl die Rechnung bereits gedruckt wurde, dem Kunden ausgehändigt wurde. Das geht nicht. Warum? Weil es ein steuerrelevantes Dokument ist, das in seinen Elementarinformationen Artikelauflistung, Preise, Mehrwertsteuer, Gesamtsumme nicht verändert werden darf. Wie können Sie nun trotzdem mit der Situation umgehen? Und hierzu wissen Sie, dass wir wissen, dass die Praxis ja sehr variabel sein kann. Demzufolge haben Sie auch in Wabi Profi verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Denn wir haben ja auch verschiedene Ausgangssituationen. Die einfachste Situation ist die, eine Rechnung wurde noch nicht bezahlt. Das ist jetzt mal die erste Kategorie, die wir uns ansehen werden. So, des Weiteren hat jetzt hier die Huber-Sabine einen Monitor gekauft. Ja? Und in dieser Rechnung ist nur ein Artikel vorhanden. Und die Huber-Sabine kommt jetzt und will den Artikel zurückbringen. Okay, wir sehen uns bitte zuerst die Gegenüberstellung an des Artikels, damit Sie auch sehen, was im Hintergrund passiert. Wir haben 10 Stück als Eingangsmenge im Bestand und wir haben 2 Stück verkauft. Somit haben wir einen Soll- und einen Ist-Bestand von 8, was ja der Realität entspricht. Warum? Weil der Müller Fritz auch diesen Artikel gekauft hat. Deswegen haben wir zweimal diesen Artikel mit der Artikelnummer 1 als Abgangsmenge. Wenn jetzt die Huber-Sabine kommt und bringt diesen einen Artikel, wo wirklich nur dieser eine Artikel in dieser Rechnung vorhanden ist, also das heißt eine Rechnung mit einem Artikel, können Sie relativ leicht auf Stornieren gehen. Nun schreiben Sie hier rein, Grund für die Stornierung, Kunde hat die Ware wiedergebracht, hat ihm nicht gefallen, bla bla bla. So. Das sollten Sie sich dann, keine Ahnung, auf der Originalrechnung mit ausdrucken, den Kunden gegebenenfalls unterschreiben lassen oder in den Kunden bestätigen lassen. Ja. Und dann klicken wir auf Übernehmen. So, jetzt wurde die Rechnung storniert. Wir verwenden hier Schlagwörter aus der Praxis. Einen Storno gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer nur eine Buchung, eine Gegenbuchung. Das heißt, die Originalbuchung muss immer irgendwo vorhanden sein. In unserem Beispiel ist die Originalbuchung hier bei stornierte Rechnungen. Hier sehen wir die Huber-Sabine und wir sehen, dass die hier den Artikel zurückgebracht hat. Um das jetzt in der Praxis wieder zu veranschaulichen, gehen wir auf Gegenüberstellung und wir sehen, dass wir rein rechnerisch einen 10 bekommen haben, jetzt nur noch einen verkauft haben und wir einen Soll- und einen Ist-Bestand von 9 haben, was absolut korrekt ist. So, warum? Jetzt hier wieder auf offene Rechnungen, weil ja unser Müller Fritz immer noch einen Artikel gekauft hat, also von diesen. Wenn jetzt die Huber-Sabine oder wie hieß sie, genau, wenn jetzt die Huber-Sabine kommt und sagt, hey, ich will den Artikel trotzdem behalten, ist ja alles in der Praxis möglich. Der Kunde kommt, sagt, ja, ich will das trotzdem nicht und dann sagt der Kunde, ja, doch, ich nehme trotzdem mit. Und Sie aber die Rechnung storniert haben, können Sie diese Stornierung wieder rückgängig machen. Und nun haben wir hier in der Liste der offenen Rechnungen auch wieder unsere Müller, also unsere Huber-Sabine drin. So, das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist die, wenn jetzt der Müller Fritz kommt und will jetzt den Artikel, den Monitor zurückbringen, was machen wir dann? Jetzt könnt ihr sagen, ja, also ganz einfach, denn wir wissen ja, dass wir in den Systemeinstellungen von Wabi Profi in der Karteikarte Verkauf Leistungsmerkmale die Option Rechnung erstellen bzw. aktivieren können. Das bedeutet, unsere Kasse kann eine Rechnung erstellen. Dann könnten Sie sagen, mache ich. Jetzt stoßen wir gleich auf das erste Problem. Und ich nehme jetzt unseren Artikel, ich sage jetzt hier diesen Monitor und ich wähle jetzt unseren Kunden aus. Was war das? Der Müller Fritz, glaube ich, genau. Nein, der kriegt jetzt keinen Rabatt. Wir sagen, das war eine Rücknahme, ja, weil der Artikel ja zurückkommt. Ne? Hier auf RK klicken. Und wenn wir nun auf Bezahlen klicken, haben wir keine Möglichkeit, das Ganze als Rechnung zu erstellen. Das heißt, eine Rechnungskorrektur zu erstellen. In unserem Beispiel war es ja so, dass wir gesagt haben, die Rechnungen sind noch offen, die sind noch nicht bezahlt. Wenn die Rechnung bereits bezahlt ist,
könnten sie natürlich diesen Weg gehen und könnten sagen, hey Kunde, du hast zwar die Rechnung schon bezahlt, also nehme ich dir den in der Kasse zurück und du kriegst von mir aus einen Gutschein oder ich zahle dir den Betrag aus, was vollkommen okay ist. Aber bei nicht bezahlten Rechnungen würde ich Ihnen das so nicht zwangsweise empfehlen, sondern ich würde Ihnen einen anderen Weg empfehlen. Denn die normale Kasse kann keine Rechnungskorrektur erstellen. Das kann nur das Rechnungsmodul. So, wenn wir hier unseren Artikel eingeben, wir sagen hier, das war unser Monitor. Wir holen unseren Kunden, den Müller Fritz. Und wir sagen, das war eine Rücknahme hier, Artikelrücknahme. Jetzt haben wir einen negativen Betrag. Und nun können Sie sagen, auf Rechnung Lieferscheinangebot erstellen. Dann haben Sie hier... Hier können Sie sagen, die Rechnungsart, das war natürlich eine Rechnungskorrektur, das Sie im Übrigen in den Systemeinstellungen von Wavi Profi 3 in der Karteikarte Rechnungen definieren können, das Wort. Nun sagen wir weiter. Was ist jetzt passiert? Wir sehen uns die Rechnungen, die verschiedenen Angebote an. Und hier sehen wir, dass wir unseren, ich habe jetzt einen Doppelklick schnell drauf gemacht, dass wir nur den Müller Fritz sehen. Also das heißt, den Müller Fritz hier ist unsere Originalrechnung mit dem Monitor, mit dem Artikel 1 und mit der Artikel Nummer 2. In der Rechnungsnummer 3 haben wir den Artikel 1 mit minus 1 zurückgenommen. Hier minus 1. Das sehen wir uns in der Vorschau mal kurz an. Wir sehen hier, dass wir eine Rechnungskorrektur für den Müller Fritz haben. Was nun bedeutet wie folgt. Die Müller Sabine hat den einmal mitgenommen, der Müller Fritz hat den Artikel 1 einmal mitgenommen und der Müller Fritz hat den Artikel einmal zurückgebracht. Rein rechnerisch sollten wir nun 9 Stück im Bestand haben. Hier gehe ich auf Rechtsklick zum Artikel, gehe in die Gegenüberstellung hinein und wir sehen, dass wir eine Eingangsmenge von 10, eine Abgangsmenge von 1 haben und nun einen errechneten Bestand von 9 haben, was absolut der Praxis und der Wahrheit entspricht. Nun können Sie natürlich, wenn der Müller Fritz jetzt kommt und sagt, hey, ich will jetzt das bezahlen oder der bringt Ihnen den einen Artikel zurück, Sie haben eine Rechnungskorrektur erstellt, und dann sagt der Müller Fritz, jetzt bezahle ich dir das aber gleich, dann können Sie ganz einfach auf Bezahlen klicken, können sagen, hier alle von dem Kunden, von Müller Fritz und Wavi Profi 3, er rechnet automatisch den Originalrechnungsbetrag mit dem Betrag der Rechnungskorrektur, also bringt sie in Abzug und somit haben wir einen Zahlbetrag, der hier unten angezeigt wird und nun könnten Sie auf Übernehmen gehen und könnten sagen, ich will das jetzt bezahlen. Des Weiteren können Sie natürlich, wenn Sie nicht in der Kasse sind, auch keine Bar- oder EC-Zahlung vornehmen. Das nur am Rande, denn in der Kasse können Sie ganz einfach, auch wenn Sie auf Bezahlen gehen, hier das Gleiche auswählen, aber, wie ich sage hier Müller Fritz, beiden wieder und sagt übernehmen. In der Kasse haben wir die Möglichkeit auf Bar, EC und Scheckzahlung. Außerhalb der Kasse, das heißt über Rechnungen, Lieferscheine, Angebote, haben wir nur die Möglichkeit beim Bezahlen ein Konto auszuwählen, also ein Girokonto, ein PayPal-Konto, wie auch immer, das was sie halt angelegt haben, aber kein Kassenkonto. So, ich habe jetzt mal eine Datensicherung erstellt, die lade ich mir kurz wieder rein. Um den Ausgangszustand oder den Ursprungszustand für das Beispiel wiederherzustellen. Wir machen nun Folgendes. So, wir gehen hier wieder auf Rechnung, Lieferscheine, Angebote und sagen, ich bezahle jetzt das, okay? Und sage hier bezahlen. Und zwar der Müller Fritz hat mir jetzt die Rechnung bezahlt und zwar aufs Konto passt der zu überwiesen. So, jetzt haben wir hier die Liste bei den bezahlten, also die Rechnung bei den bezahlten Rechnungen, also in der Kategorie bezahlte Rechnung stehen. Hier haben wir keine Möglichkeit mehr, diese Rechnung zu stornieren, weil die wurde ja schon bezahlt. Okay, was tun Sie, wenn jetzt der Müller Fritz kommt und sagt, ich will aber diesen Artikel 1 zurückbringen? Ja, hier haben wir nun zwei Möglichkeiten, die wir auch gerade im vorhergehenden Beispiel schon aufgezeigt haben. Entweder Sie gehen in die Kasse hinein, geben den Artikel 1, machen hier eine Rücknahme, ja, wählen wiederum den Kunden aus und sagen nun bezahlen, das heißt, Sie erstellen den Kunden einen Gutschein oder Sie zahlen den Kunden den Betrag aus. Das ist die eine Variante. Oder die zweite Variante ist die, Sie gehen ins Rechnungsmodul, machen hier genau das Gleiche, das heißt, Sie geben den Artikel ein, Sie sagen, das war eine Rücknahme, Sie wählen den Kunden aus und sagen hier Rechnung erstellen. Das heißt, Sie erstellen nun eine Rechnungskorrektur und den Betrag von 100 Euro überweisen Sie den Kunden dann auf sein Konto zurück. Also das sind die Möglichkeiten, die Sie bei einer Rücknahme haben. In verschiedenen Variationen, das heißt mit einer Rechnung, die noch nicht bezahlt wurde, mit einer Rechnung, der nur eine Position ist, eine Rechnung, der mit mehreren Positionen sind, die bezahlt oder offen sind.
Ich hoffe, das Video hat Ihnen weitergeholfen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.